Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Traders Podcast. 7.7.2014 ist heute Montag. In einer Woche wissen wir, wer Weltmeister ist. Hoffentlich sind wir dabei. Schauen wir uns trotz allem den DAX an, denn der ist jetzt WM hin, WM her relativ unbeeindruckt von den Leistungen der Fußballnationalmannschaft und hat die letzten Tage nach diesem Tief hier in der letzten Woche jetzt das sechste höher liegende Tief gebildet, wenn man das hier mal abzählt, die Tiefpunkte. Und wir haben am Freitag, das wundert jetzt allerdings nicht, einen sogenannten Inside Bar gemacht, der mit einer sehr, sehr kleinen Handelsspanne geendet ist. Handelsspanne bedeutet die Differenz zwischen Hoch und Tief. Und das liegt natürlich daran, dass am Freitag der US-Feiertag war, 4. Juli, der Nationalfeiertag, die Börsen dort geschlossen hatten und dann schon am Donnerstag um 19 Uhr Feierabend war in den USA. Also dort war ein langes Wochenende und an langen Wochenenden passiert natürlich nichts bis bestenfalls nicht viel an europäischen Börsen und natürlich auch am DAX. Deshalb haben wir diesen futzligen Inside Bar hier. Der Inside Bar bedeutet nichts anderes. Nochmal, das Hoch liegt unter dem Hoch von Donnerstag. In dem Fall das Tief liegt über dem Tief vom Donnerstag. Insofern haben wir hier diese kleine Minifigur, die wir begutachten können müssen. Wenn man sich das mal anschaut, der saisonale Setup, der saisonale Biasi, erinnert sich vielleicht noch an das oder an den Podcast von letztem Freitag. Der ist normalerweise so, dass der S&P 500 am Tag nach dem Feiertag, 4. Juli, nach unten gerichtet ist. Also wir haben einen saisonal schwachen Tag vor uns. Und jetzt schauen wir uns dieses Chart-Pattern mal an. Auch wenn jetzt nicht viel los war am Freitag, ist ja trotzdem ein Chart-Pattern entstanden. Und dieses Chart-Pattern sieht wie folgt aus. Was wäre passiert, wenn wir denn nach diesem Chart-Pattern zum Beispiel mal short gegangen wären im DAX? Und wie man sieht, hätte man oder hat man hier in den ersten 3, 4, 5 Tagen so eine Art Lala-Bias. Also hier heute haben wir ein ganz kleines Plus. Morgen allerdings haben wir ein relativ großes Minus, wenn der Balken nach unten zeigt. Hier ebenfalls uneinheitliche Tendenz. Erst ab Tag 6, 7, da gehen die Balken nach oben. Das heißt, erst ab diesem Tag hätten wir theoretisch oder könnten wir auf einen Gewinn mit einem Short setzen. Aber was ich damit sagen will, ist einfach, hier dieses Chart-Pattern, was wir aktuell haben, hat einen leicht freundlichen Bias. Wenn ich jetzt mal schaue, was passiert, wenn ich jetzt long gehe mit diesem Chart-Pattern, dann sieht man ein ähnliches Bild, ein bisschen auf den Kopf gestellt. Dann sieht man nämlich, dass wir hier am ersten Tag eigentlich nichts Besonderes haben, vielleicht leicht oder neutrale Position. Am dritten Tag haben wir verloren, am zweiten Tag, also es wäre morgen, hätten wir gewonnen. Hier, morgen ist auch wieder Dienstag, saisonal starker Wochentag. Und jetzt so ab Tag 6, 7, 8 würden wir verlieren. Also das Chart-Pattern, was wir jetzt zu begutachten haben heute, gibt wenig her. Es ist jetzt wenig aussagekräftig. Man sieht das hier nochmal für die nächsten ein, zwei Tage. Für heute in neutralen Bias, für morgen leicht freundlichen Bias. Und dann müssen wir wieder weiterschauen. Ich erinnere Sie nochmal hier an die rote Linie, die kennen Sie alle. Das ist die Aufwärtstrendlinie von diesem Trendkanal hier, die eigentlich die letzten, man kann schon sagen, Monate eigentlich hervorragend gearbeitet hat und die uns auch wahrscheinlich morgen oder übermorgen im Weg stehen wird. Läuft heute bei ungefähr 10.000, Sie sehen es selber am rechten Rand, 10.098 Punkte, also rund 10.1, da ist die Marke und die sollte den Markt dann auch spätestens wieder ein bisschen bremsen. Man sieht die Indikatoren hier unten, wir sind schon wieder kurzfristig deutlich übergekauft. Der mittelfristige Trend zeigt nach oben, nach wie vor nach oben. Insofern rechne ich mir für heute jetzt so eine eher seitwärts gerichtete Bewegung mit leichtem freundlichen Unterton aus. Für morgen dann eher einen freundlichen Tag nochmal, aber dann sollte es dann spätestens zur Wochenmitte eine Korrektur nach unten geben. Also wenig dran am DAX heute, wenig Konkretes am DAX heute dran, aber dann sollte sich das Ganze im Laufe der Woche, sollte sich das Ganze dann auch ändern. Also das ist so mein Wort zum Montag, wenn Sie so möchten. Ich wünsche Ihnen jetzt eine erfolgreiche Woche. Und wir hören und sehen uns dann morgen wieder. Morgen, wenn das Halbfinale auch stattfindet bei der Fußball-WM. Wir sehen uns allerdings mindestens 12 Stunden früher. Bis dann, alles Gute und Happy Trading. Ihr Heiko Seibel. Tschüss.